Hohoho und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Minecraft Adventskalender. Hier auf der linken Seite leuchtet noch unser Experiment von gestern und ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf das nächste Experiment. Und dafür brauchen wir Türchen Nummer 2. So, was verbirgt sich denn dahinter? Ich nehme mir wieder mein treues Bastelmesser. Da ich nicht funktionale Hände habe im Moment. Sie sind sozusagen verstofflicht. Mal wieder den halben Kalender zerschnitten. So, was haben wir denn diesmal da drin? Diesmal haben wir... Wieder weg mit dem Geraffel. Wir haben... Wieder ein Kabel. Wie letztes Mal. Einmal männlich, einmal weiblich. Ja, das heißt wirklich so. Und eine heute grüne LED. Hier mehr Farbkontrast. Grün. Und dann muss ich hier eben ein bisschen was umstecken. Und den Kalender beiseite legen. Und wir schalten uns dann direkt auf den Raspberry Pi. Ja, und da sind wir auf dem wunderschönen Raspberry Pi. Ich habe hier unten rechts mal die Kamera eingeblendet, damit wir parallel basteln können. Und ich habe hier diverse Sachen runtergeladen. Das ist das Paket, was man mit dem Adventskalender dazu kriegt. Man muss sich dazu leider bei Francis anmelden. Aber das sollte das kleinste Problem sein. Das ist ein großer Verlag. Die werden schon nichts Böses damit machen. In diesem Paket... Ja, der Pi ist etwas langsamer, weil der hat wesentlich weniger Hertz als ja, so ein neuartiger Rechner. Jetzt funktioniert hier nichts. Warum funktioniert hier nichts? Versuchen wir es mal. Jetzt haben wir es. Das sind die ganzen Programme. Ne, muss ich auf die andere Tastatur, die liegt hier rechts daneben. Shift, Klick, geht nicht. Also, was haben wir hier? Das sind 2, 4, 6, 12, 18. Sind 23 Stück, weil beim ersten Mal haben wir ja unser Lämpchen hier gebaut. Gut, was noch drin ist hier in Adventskalender? Das ist die Minecraft-Welt, die mitgekommen ist. Die habe ich kopiert in einen Ordner. Die Anleitung findet ihr auf der PDF-Datei. Und hier sind sämtliche Bilder für die Schaltung. Also gucken wir mal rein. Wie gesagt, das ist alles etwas langsamer. Also das hier kommt uns doch schon sehr bekannt vor. Liegt ja auch schon so passend gerade da unten. Kann ich hier jetzt irgendwie rechts drücken? Nee, klar, doch, kann ich. So, und das ist das, was wir heute aufbauen werden. Aber bevor wir vormucken und rumstecken, machen wir mal die PDF auf. Ah, es dauert ein bisschen. So, da ist schon mal das Bild. Gut, Wunderbärchen. Da. Next Page, die war weiß, genau. Jetzt kommen wir zur Einführung, dass Minecraft auch so toll ist und es jeder kennt. Geil. Genau, Seite 1. Seite 2 wird wahrscheinlich eh nicht lange dauern. Also wundert euch nicht, wenn ein paar Cuts drin sind. Na, doch, geht doch relativ schnell. Ja, wenn der Pi hier rattert, dann brauche ich euch das ja nicht zeigen. Also hier wird nochmal erklärt, wie man das Betriebssystem installiert. Was leider auch nicht erklärt wird, ist, wie kriege ich denn überhaupt Minecraft für den Pi auf den Pi drauf. Aber einfach mal nach Minecraft und Raspberry Pi googeln und da findet man die offizielle Seite direkt bei, ja, bei Minecraft. Am besten hier mit dem Pi direkt aufrufen, weil dann könnt ihr euch direkt hier draufladen. So, Next Page. Genau, hier diese Welt, die ist drauf. Und noch ein weiter. Ja, hier oben wird nochmal die Steuerung erklärt. Aber das kennt ihr ja sicherlich alles schon selbst. Gut, können wir hier noch ein Stück ranzoomen? 150%. Joa, sollte noch der ganze Text sein. Okay. Heute im Adventskalender eine grüne NED mit Vorwiderstand. Hier Wollingen.
Und ein GPU-Widerstand. Wie die Verbindungskabel. Okay, was machen wir heute? Eine LED leuchtet beim Betreten einer bestimmten Fläche. Das Experiment des zweiten Tages lässt die grüne LED leuchten, wenn man mit der Figur eine grüne Fläche betritt, die sich mit vorwiegend Minecraft-Welt bei der Nummer 2 befindet. Gesteuert wird das Ganze über ein Programm in Python. Okay, wir brauchen ein Steckbrett. Na, ich mach mal die Kamera wieder an. So. Ein Steckbrett. Eine LED rot mit Vorwiderstand. Die leuchtet noch schön. Eine grüne LED mit Vorwiderstand. Und drei Kabels. Goodie. Also, heute verwenden wir alles. Ja, wir verwenden alle Teile, die wir haben. Ja, haben wir alle mit dem kurzen Draht in diese Seite, so wie wir den vorher schon gemacht haben. Und ja, ich habe das schon ausprobiert, das sollte eigentlich funktionieren. Klappen. Gut, wir bauen das erstmal auf. Und zwar immer wichtig, erstmal den Strom raus. So, bleibt der dann noch da drauf? Ja, der Ground bleibt, also die Erdung. Dann nehme ich den mal runter. So, die Erdung stecke ich hier ganz nach hinten, weil dann weiß ich, das geht darüber. Gut, dann haben wir die rote LED. Ich baue das alles mal ein bisschen offener, weil das ist mit den Handschuhen sonst ein bisschen sehr friedlich. Also kurze Seite auf die lange Seite. Und dann auch hier. Kurze Seite auf die lange Seite. Okay. Dann müssen wir gucken. Das ist das Kabel, was an die rote LED kommt. Beziehungsweise ich ziehe den hier nochmal runter. Weil jetzt schließen wir nämlich schon Stromkreise. Also es ist eigentlich kein Programm geladen, das auf diese Pins zugreift. Ist die Mutter der Porzellankiste. So, und die grüne LED angeklemmt. Wunderbärchen. Dann schließen wir auf Masse. Nichts passiert. So soll es erstmal auch sein. Gut, dann starten Sie Menü der Finger. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Na, falsche Maus. Diese Maus hier. Und ja, ich bin links. Wie kann ich denn? So, wird hier noch ein bisschen mehr erklärt. Also Minecraft starten, Link starten. Und hier wird das Programm erklärt. Und ein bisschen passen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht die nächste Seite öffne mit dem nächsten Tag. Doch. Okay, das hier haben wir gemacht. Wir haben Masse gelegt. Wir haben hier den Pin 18. Okay, das ist ein bisschen. Oh. Na, machen wir das mal ganz groß. Das ist jetzt der falsche Tag. Das hier ist Klavier 24. Das wollen wir nicht. Klavier24.de. Genau, hier 2 LED 02 Steckplatinen. Also wir haben am Pin 18 haben wir die rote LED angeschlossen, am Pin 23 die grüne. Und jetzt geht der interessante Teil los. Und zwar muss ich mal eben Minecraft habe ich glaube ich noch einen Download unten an, ne? Ja, das schieben wir mal auch auf den Desktop. Das Board lasse ich mal da liegen, da mein Platz begrenzt ist. Euer Platz ist begrenzt. Hier brauche ich Tastatur. Mag es egal. So, dann starten wir mal Minecraft Pi. Minecraft Pi. Ja, ich möchte das Ganze nochmal ausführen. Wunderbärchen. Wo ist denn mein richtiger Cursor da?
So, da schieben wir uns mal hier oben ganz gekonnt hin. Und dann ziehe ich das noch ein bisschen größer, damit man auch was sieht. So, das sieht super aus. Das sieht aus, als würden wir es auf dem Smartphone spielen. Dann mal zurück in den Hintergrund damit. Weil wir brauchen ja aus dem Kalenderordner noch das Skript. Das ist hier. Können wir das hier eigentlich öffnen mit? Na komm, machen wir uns das nicht so kompliziert. Ich hätte gerne eine Konsole. Na, ich mache das alles ein bisschen auf meine Art. Nicht so wie im Kalender. So, wir gucken, wo wir sind. Jetzt gehen wir mit der Konsole genau dahin, wo wir in den Ordner sind. Hier, ne? Ach ja, DE, Desktop. Dann großes K, das ist bei Pi oder bei allen Unix-Systemen sehr wichtig. Kalender. Wenn ich jetzt mir die Datennummer anzeigen lasse, sind da wunderbar alle Gerätschaften drin. So, jetzt gehen wir aber erstmal nochmal ins Spiel. Hier World, das ist die mitgelieferte. Und hier, das ist die Welt. Die wird irgendwie in einem sehr seltsamen Kreativmodus ausgeliefert. Also hier, man kann... Ja, mehr Items scheint es wohl nicht zu geben. Machen wir mal zu den Spaß. Und das ist die grüne Grasfläche. Also hier passiert jetzt nichts. Ne? Kann ich eigentlich... Boah. Voll der kreative Kreativmodus. Zack, und wieder runter. Wunderbar. Gut, jetzt drücken wir F5. Oder auch nicht. Wir drücken Escape. So, jetzt hier in der Konsole gebe ich ein Python, weil das ist ein Python-Skript. Und dann... Na? Ich habe dich doch auf Deutsch umgestellt. So, .slash, dieser Ordner. Der 02. Nehmen wir den 01Py. Jetzt habe ich schon wieder Psen geschrieben. Okay, das läuft. Und die rote LED leuchtet. Dann gehen wir wieder back to game. Wenn ich jetzt auf die Grasfläche laufe, sollte es grün werden. Ist das geil oder ist das geil? Und das ist tatsächlich, dieses Spiel steuert jetzt da unten die LEDs. Ich finde das klasse. Verrückter Kram. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich würde sagen, wir schauen uns den Kordel mal an. Na? Ich gehe mal raus aus dem Spiel. Hier drücke ich STRG C, um das Programm zu beenden. Und dann sollte auch die LED ausgehen. Tut sie jetzt nicht. Dann sehen wir mal das Kabel vorsichtshalber hier ab. Gut, dann gucken wir hier mal rein. Ich will, dass es mit dem... Na... Minecraft. So, ja, mit einem ganz normalen Texteditor am liebsten. So, Texteditor. Wunderbar. Dieses bisschen Code hier macht, dass diese Lampe ausgeht und diese Lampe an. No, und damit wir erst recht alles verstehen, gucken wir mal hier rein. Na, dritter Tag. Ich habe es gerade extra weggemacht und jetzt mache ich Pfosten das wieder an. Okay, so funktioniert das Programm. Nehmen wir uns das nochmal. Also, das muss hier stehen, damit er weiß, dass es ein Python-Skript ist. Dann holt er sich ein paar Bibliotheken, ne, hier. Das holt er sich, damit er mit Minecraft reden kann. Das holt er sich, damit er mit den Pins reden kann. Dann stellt er sich in eine Kurzadresse, ein Objekt, auf Minecraft selber. Und dann stellt er die Pins ein. Ne? Out heißt, da gehen Daten durch, also nach draußen, von dem Board auf unsere Steckplatine.
So, while true heißt, es ist eine Endlosschleife. Also das heißt, der Text, der hier kommt, der wird immer wiederholt. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter wird dieser Text hier wiederholt. Oh, und dann ist es... Ich schiebe das mal auf die linke Seite. Es ist ganz einfach. Er holt sich die Position. Ne? Minecraft. Player. Also, von Minecraft holt er sich die Spielerposition. Oh, wir spielen ja Singleplayer. Und dann... Wo läuft der Spieler lang? So. Und dann guckt er, ob wir uns in dem Bereich befinden. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, er guckt X und Z. Also Y ist wahrscheinlich dann hier oben. Also X in die eine Richtung, Z in die andere Richtung und Y nach oben. Wir können jetzt mit dem Edding auf dem Handschuh schreiben, aber dann haben wir das bis zum Ende des Kalenders drauf. Ja, und dann haben sie abgemessen. Wo ist das Mannequin? Also Koordinaten in Minecraft werden noch Raster in der Kürzung gezählt. Ja, wer schon mal F3 gedrückt hat in Minecraft, der weiß das. Mauern 2 betreten. Jo, das haben wir auch gemacht. Da können wir doch mal eben gucken, ob das hier geht. Falsch, falsch. So. Start Game. Kriegen wir auch die Debug-Infos. Da oben links, seht ihr das? Ganz klein. Minus 6, 4, minus 2, 9. Jetzt hier sind wir tatsächlich im Ursprung. Und dann können wir hier mal was... Wir probieren was aus. Wir ändern das Skript mal um. Und zwar ist er jetzt Y4. Dann sagen wir, wenn Y kleiner gleich 4 ist, also wenn wir da draufstehen oder drunter, ja, müssen wir das mal wegmachen, dann dann ändert sich das. So, Y.kleiner gleich. Ach meine Güte, was ist denn hier los? Eine kurze Sache. Ja, das, deswegen stand dann am Anfang der Anleitung, stellt eure Tastaturtassen ein, passend ein. Gut, und zwar sind wir nicht im Vereinigten Königreich, sondern wir sind in Deutschland. Deutschland, Deutsch. Und da gucken wir mal, kann ich jetzt einen kleiner tippen? Darf ich? Bitte, bitte. Oh, guck mal oben rechts in die Ecke. 100%, das ist die Auslastung. Ich kann einen kleiner tippen. OK. OK. So, wenn Y kleiner gleich... Ach, jetzt habe ich Nummernblock auch noch aus. Ey, nun läuft ja alles hier wie geschnitten Brot. Y kleiner gleich 4. So, dann speichern. Dann stecke ich das Kabel mal wieder rein. Drücke ich nach oben und starte das Skript nochmal. So, die grüne Lampe leuchtet, weil wir uns gerade auf dem Feld befinden. Und jetzt springe ich mal. Dann geht die LED an und die andere geht aus. So, da haben wir schon das erste Skript modifiziert. Naja, hier, jetzt sind wir im... Jetzt fliegen wir drüber, passiert nichts. Wir landen drauf oder knapp daneben. So. So einfach kann man hier Kleinigkeiten machen. Und da kann man jetzt alles Mögliche anschließen. Wir können jetzt hier, LCD-Bildschirm haben. Ne? So ein kleines Reihending, wie man das an den Taschenrechnern kennt. Und da steht dann verbotener Bereich. Dann lassen wir die grüne LED mal leuchten. Schönen Kontrast wieder hier. Das ist nicht ehrlich. Und gucken wir uns nochmal das an, wenn wir... Ach komm, gehen wir weg. Gut. Hier stand gerade noch was. Einrücken ist wichtig. Ihr seht das hier. Oder jetzt gerade nicht. Weil ich das dann angemacht habe. Das hier ist alles links.
Und das hier ist so eingerückt. Und das hier ist noch mehr eingerückt. Es gibt so Programmiersprachen, wenn ihr das mal gemacht habt, die arbeiten mit diesen geschweiften Klammerbarmen. So. Das ist, es gibt Programmiersprachen. Da heißt das if, wenn hier eine Bedingung ist. Also if heißt wenn, ne? Also das hier ist hier, solange wahr ist, also für immer, hol die Position vom Spieler und dann geht durch eine Bedingung. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, tu das. Ansonsten tu das. Und es gibt Sprachen, bei denen sieht das hier so aus. Ne, das ist dann hier so. Hier steht noch das while davor. Dann klammern wir das hier so ein. Ne, das macht ungefähr das gleiche. In einer anderen Sprache. Wir sind jetzt in Python. Also solange... Ne, hier steht dann noch Bedingung. Ne, solange... Ne, das ist doof hier. HKI. Das ist bestimmt auch irgendwas Böses. Ne, hier mal, oh, oh, oh. Solange diese Bedingung erfüllt ist, ne, dann wenn hier das passiert, tu das, ansonsten tu das. Bei Python sind diese geschweiften Klammern Einrückungen. Das hier steht ganz links. Das heißt, solange wahr ist, mach alles, was ein bestimmten Bereich eingeschoben ist. Genauso ist das bei dem if. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann tu, was als nächstes eingerückt kommt. Und bei dem else genauso. So, und wenn hier noch mehr Text steht, dann wird er einfach nicht gemacht. Also wird er dann nach diesem while gemacht. Ne? Also alles, was jetzt hier wieder, hier machen wir dann mal Block, schreibe ich einfach mal hin, was auch immer Block ist, das wird dann gemacht, wenn diese Schleife durchlaufen ist. Aber da kommen wir noch, bekommen wir garantiert noch komplexere Sachen dazu. Ja, das war wieder unser kleines Video zum 2. Dezember. Und wir haben es auch schon ein bisschen modifiziert. Wir müssen ja nicht genau das machen, was im Kalender ist. Das ist ja langweilig. Kann ja jeder. Oh, geh nochmal rein. Ich zeige euch das nochmal. Hier so super Sache. Baktogame und Rotgrün. 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 Rot. Ich kann euch das Dach machen. Ich weiß nicht, ihr findet das bestimmt total uninteressant, aber ich freue mir den Ast ab. Ich bin schon gespannt, was hier bei der 3 kommt. Ist das wofür die 3 hier? Da steht die 3 dran, was macht die? Sind Eisenblöcke? Sind da Pistons? Ah, ich weiß, da stand ja was mit Ampel. Da sind garantiert noch Pistons drin. Ja, gut, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch weiterhin eine frohe Adventszeit und viel Vorfreude auf Heiligabend und Weihnachten. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim 3. Türchen wieder. Und ich sage bis dahin. Ciao.